Morgen, Freunde. Wie immer viel zu früh. Die Uhrzeit werde ich jetzt nicht mehr erwähnen. Und da ist er wieder, der Franz. Ich grüße euch. Mein Behind-the-Scenes-Tour-Blog, Vlog nennt man das, habe ich jetzt mitbekommen. Teil 2 steht an. Ich nehme euch heute mit in die wunderschöne Schweiz. Denn dort steht ein Shooting an mit der wunderbaren Band Gotthard. Heute ist Anreisetag, morgen ist Shooting. Ja. Und zwar werde ich die Jungs dort in Flurlingen, um genauer zu sein, ist ca. 40 Minuten von Zürich entfernt, in einem Studio und On-Set fotografieren in einer wunderbaren großen alten Halle. Und zwar für die offizielle Promo des neuen Unplugged-Albums, welches die Jungs dieses Jahr noch rausbringen. Auf sowas habe ich richtig Bock. Starten wir mal. Auf zum Flughafen. Bis später, Jungs. Freunde, Mädels. Ihr wisst schon. Angekommen am Airport Hamburg. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Sachen für mich zu tun. Einchecken und Kaffee. Ja, es wird so laufen, dass ich, wenn ich in Zürich ankomme, von dem lieben Thomas abgeholt werde. Thomas ist auch in dem Gotthard Management mit inkludiert und ist die gute Seele vor Ort. Freue mich, ihn kennenzulernen. Noch kennen wir uns nicht. Werden wir ändern in spätestens 2 Stunden. Here we come. Nee, wir sind da. Glatter Flug, vor der Zeit, 10 Minuten vor der Zeit, das ist wie ein Schweizer Uhrwerk, selbst die Piloten hier, geil. So, Gepäckausgabe und dann suchen wir den Thomas. Zwischenwurf, die Sandwiches an Bord, fantastisch. Thomas! Einmal lächeln für Hamburg. Ja, grüß dich mal wieder. Hi. Angekommen in Schaffhausen heißt es. Und zwar ist hier heute für ein paar Tage im alten Stadtkern das Stars in Town Festival. Und unter anderem spielt auch Gotthard hier. Die spielen heute Abend. Keine zu lange Aftershow-Party, weil morgen müssen sie vor meiner Kamera stehen. Genau, also, ich werde mir das Städtchen mal in Ruhe anschauen. Ich bin jetzt im Taxi, mit meinem persönlichen Taxifahrer namens... HP. Hyper! Der gute Herr bringt mich jetzt zum Studio. Und zwar, wir sind immer noch beim 7.8., aber ich will mir das Studio schon mal anschauen. Heute Abend spielt Gotthard auf dem Festival Stars in Town, heißt das, ne? Jawohl. So, aber wenn ich jetzt hier einen guten Eindruck machen möchte, dann begrüße ich morgen die Band Gotthard mit welchen Worten? Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Wie Gott's. Was ist denn ein schlimmes Flugwort? Schweizerisch. So, dann will ich hoffen, dass diese Wörter morgen nicht beim Shooting fallen. Dann kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass alles gut läuft. Das ist meine Adresse. So, ich bin gespannt, Freunde. So, auf jeden Fall... ist dies, ich drehe mich ganz langsam, die morgige Finale-Location. Eine wunderbare, große, verlassene Industriehalle. Die Gotthard-Jungs werden hier morgen in 3 verschiedenen Szenarien wahrscheinlich positioniert werden, auch um die Größe der Halle wirklich auch effektiv in Szene zu setzen. 17 Uhr wollen wir durch sein, auch das schaffen wir. Hintergrundwände sind soweit schon mal gebaut worden oder, naja, auf jeden Fall schon mal aufgebaut worden, wie zum Beispiel diese Wand. Das werden wir dann morgen aber nochmal mitten in die Halle platzieren. Das machen wir morgen früh, damit wir dann auch wirklich den richtigen Winkel treffen. Ja, ich bin voller Vorfreude. Achter, 8 Uhr. 8 Uhr. Guten Morgen. Kaffee ist auf.
ich bin im Studio angekommen. Und zwar sind wir gerade dabei aufzubauen. Das ist unser Studio. Und jetzt sind wir eigentlich auch soweit. Das ist das Setting für die erste Runde. Wir arbeiten heute mit Broncolor. Ist für mich dann auch mal was Neues, weil ich ja sonst mit Bovens arbeite vom Lichtsystem her. Aber alles cool. Habe fähige und super Assistenten am Start. 11.30 Uhr, die Band ist eingetroffen. Der erste sitzt schon im Make-up-Bereich. Hey, Franz, du. Klamottenfrage, Outfits werden besprochen. Die Jungs sind gut drauf. Franz, du. Habe ich doch sehr viel Hoffnung, dass das heute sehr reibungslos und cool über die Bühne läuft. Great Final. Wir bauen auf, letztes Setting und dann sind wir durch. Bis 17 Uhr müssen wir auch durch sein. Genau. Wir haben jetzt noch, wie spät ist es? Jetzt haben wir 14:30. Schaffen wir. Definitiv, wir haben es geschafft. Das Shooting ist beendet. Wir sind eine halbe Stunde vor der Zeit. Super geil. Wir sind alle sehr, sehr happy und die Jungs haben jetzt verdientermaßen eine Pizza bekommen. Hier, Top-Assistenten. Sehr gut. Da, die beiden. Die buche ich für Hamburg. Die nehme ich mit. So, und du sowieso. So, Lü, ich muss jetzt meinen Flug erwischen. Also ab zum Flughafen Zürich. Bis dann. Ich bin zurück nach Hamburg. 8.8. 23.15 Uhr. Ich bin echt platt gerade, aber angenehm platt. Und zwar mit so einem dicken Grinsen auf dem Gesicht platt. Der Tag oder die letzten zwei Tage sind echt rund gelaufen. Also erstmal Schweizer Genauigkeit mit den Flügen. Die Sandwiches, ich bleib dabei. Die Sandwiches an Bord. Und der Kaffee. Und dann heute der Shooting-Tag. Rund gelaufen. Wunderbar, ehrlich. Wir haben in den 5 Stunden, die wir nur hatten, wirklich alles geschafft. A, weil die Jungs Profis sind. B, weil ich wusste, was ich wollte mit den Jungs. Und C, weil das Team super, super komplett zusammengearbeitet hat und Hand in Hand gearbeitet hat. Die Rädchen, die ineinander gefasst haben. Richtig geil. Also, ich mache da einen ganz großen grünen Haken hinter und mache mir jetzt noch was zu essen. Weil das ist noch mit das Einzige, was ich heute vergessen habe. Freunde, das war mein Vlog. Wie wird's denn ausgesprochen? Vlog 2. Ich bin gespannt auf die Resultate. Das wird was. Bis dann, Lü. Gute Nacht.